Frau Bundeskanzlerin. Ja. Frau Bundeskanzlerin. Ja, ich war das Rode. Grüße Sie. Ja, ich habe extra gesagt, ich komme ja bei Ihnen vorbei. Hinter den Tisch, ja, rumrücken. Einfach rumrücken. Ja. Oh, jawohl. Die Presse Und hier sind praktisch Projekte, die so ist verfolgte Christen. Genau. Also wir setzen uns für verfolgte Christen ein. Und wo ist denn Paul Ziemia? Hier. Hier. Ach, da ist genau. Und wir unterstützen allein jetzt im Nahen Osten im Moment 125.000 Christen, dass sie bleiben. Und da gibt es ein großes Netzwerk von christlichen Gemeinden und auch NGOs. Und die haben uns aufgetragen, gesagt, wenn Sie die Bundeskanzlerin treffen, bitte sagen Sie, wir haben ein großes Potenzial, Menschen zu helfen, vor Ort auch zu bleiben. Mhm. Dass es nicht nur die UN ist, sondern dass die christlichen Netzwerke, die traditionellen Kirchen im Blick bleiben. Und dass sie sehr viel noch mehr tun könnten, wenn sie die Ressourcen hätten. Das ist eine Frage und eine Bitte. Und gleichzeitig wollte ich Ihnen von unseren Mitarbeitern vor Ort aus dem Nahen Osten, wir sind ja da präsent seit vielen Jahren, gerne eine Botschaft weitergeben mit einigen interessanten Ansätzen und Gedanken, wie man noch mehr Menschen vor Ort halten könnte. Gucke ich mir an, das mit dem schönen Fischzeichen. Ja. Sehr schön. Ja. Prima, Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute und Gottes danke Segen für Ihre Ihnen Arbeit. Auch. Danke. Ja, danke.